Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play Bundesliga hier bei letsplays.org. Ich begrüße dich recht herzlich hier zum neuen Spieltag, insgesamt zum 9. Spieltag, und zwar in der Partie FSV Mainz gegen Borussia Dortmund. Und ja, ich werde die Borussia aus Dortmund spielen und mal schauen, wie wir gegen Mainz uns schlagen werden. Hier kommen wir schon ins Bedrängnis ein bisschen. Da wird der Ball schön gespielt und wir konnten leider nicht dafür sorgen, dass der Ball Richtung Tor getragen wurde. Und jetzt hier Marco Reus im 16-Meter-Raum. Wird so voll gebracht. Gibt es einen Elfmeter? Nein, gibt es nicht. Der Torwart hatte den Ball todsicher in seinen Händen. So, Shinji Kagawa hat den Ball verloren. Den zweiten Ball hier, der rausgeholt wurde. So, Mkhitaryan am Ball. Mkhitaryan auf Marco Reus. Reus im Abseits. Ja, falls dir unsere Serie von Let's Play Bundesliga gefällt, würde ich mich über ein Abonnement freuen. Daumen nach oben, Kommentare immer sehr gerne gesehen. Und wir versuchen jetzt hier mit Mkhitaryan zu schauen, wer den Ball bekommt. Der Ball wird lang gespielt. Und Sokratis hier am Ball auf Gündogan. Gündogan schickt Marco Reus. Und trifft hier in der 7. Minute am 9. Spieltag von Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, die auch ein bisschen leicht in der Krise sind, da ich so das Gefühl. Spielen natürlich immer noch guten Fußball. Aber das war natürlich hier schon ein geschickter Pass vom Gündogan. Wie ihr sehen könnt, spielen wir immer noch FIFA 2016. Das ist das aktuellste FIFA-Spiel auf dem Markt. Boah, ich habe auch schon Stunden damit verbracht. Stunde um Stunde. Erstmalig hier natürlich auch in dieser Saison Let's Play Bundesliga, aber eben auch in meiner privaten Seasons. So, da kommt der Ball hier auf Mkhitaryan. Schöner Ball auf Shinji Kagawa und der schön auf Aubameyang. Und Aubameyang in die Hände vom Mainzer Keeper. Aber das soll es ja noch lange nicht gewesen sein. Gündogan aus der Ferne, leider nicht getroffen, abgeblockt der Ball. Kommt der Ball auf Hummels und Hummels erstmal zu Schmelzer zu Weigel und dann wieder Hummels am Ball. Hummels sieht Aubameyang, wie er anfängt zu laufen. Und Aubameyang möchte natürlich den Ball auch schön reinbringen, dass der Ball sicher ins Tor kommt, aber das schafft er leider nicht. Hier wird rausgepasst zu Clemens. Clemens geht, aber Schmelzer schon in seiner Nähe, macht kräftig Druck Hummels. Und jetzt wieder Schmelzer zu Clemens. Und dann hat Schmelzer den Ball, hat aufgepasst, wo Clemens stand, aber Clemens gibt Gas. Und er versiebt seine Flanke. So, Bürki im Tor von Borussia Dortmund spielt einen geschickten Ball. Und dann kommt der lange Ball zu Aubameyang. Aber auch hier die Gastgeber sehr geschickt am Spielen. So, jetzt ist Aubameyang am Ball. Und wenn Aubameyang einmal läuft, dann ist vorbei. Aber er sieht Mkhitaryan. Und er wollte noch reinspielen zu Marco Reus, der jetzt zur Ecke läuft, weil es eine Ecke gibt. Und dann sollte es auch mal klappen hier mit einem Eckentor. Ist mir auch bisher noch nicht gelungen. Ehrlich, doch einmal, glaube ich, in Seasons. So, dann kommt der Ball. Hummels schön auf Mkhitaryan und da, oh, da steht ja die ganze Horde hier von Mainz, die ganze Siebschaft. Mainz auch gar nicht mal so schlecht, glaube ich, in dieser Saison. Mainz auch eigentlich eine starke Mannschaft, eine mit viel Herzblut, Tradition etc. pp. Aber das soll mich jetzt hier bei FIFA 16 nicht stören. So, Mkhitaryan geht Druck machen. Ah, Kagawa hat's geahnt, aber stand natürlich nicht ganz richtig. So, Reus sieht Gündogan und dann muss es schnell gehen auf Weigel. Und Weigel ganz allein vor dem Tor. Kann er nicht sprinten? Gündogan dreht den Ball rein. Super. Eigentlich das Tor, was hätte Weigel machen müssen. Aber leider hat er das dann auch nicht geschafft. Ja, wollte ich zu viel. Ne? Also Weigel wollte zu viel, ich wollte zu viel. Das ist auch immer so ein Spiel mit dem Feuer, wenn man dann hier mal sagt, okay, weißt du was, wir geben Vollgas. So, der Ball in den Reihen von Mainz. Und Mainz spielt hier ein grandioses Passspiel, hat den Ball auch noch.
aber muss den Ball dann letztendlich doch an Borussia Dortmund abgeben und da kommt Gündogan rüber und versiebt. Ja, leider. So, Kagawa hier mit ein paar Tricks und muss leider den Ball auch abgeben. Der arme Shinji Kagawa. Ah, da hört man auch die Fans, die Dortmunder und die Mainzer, die hört man hier im Hintergrund. Und Muto gibt Gas, denkt hier an Mats Hummels vorbeikommen und keine Kopfballchance gelassen. Da kam Bürki, kam schön aus dem Tor, kommt der Ball schön runter und dann ab zu Mkhitaryan. Und Mkhitaryan spielt echt guten Fußball in den letzten Wochen. Und er möchte natürlich jetzt auch das Tor und das gönne ich mir und gönne ich ihm natürlich auch, wie er sich hier freut. Ist natürlich super. Wie schon gesagt, falls euch die Serie oder auch dieses Spiel gefällt, falls ihr auf FIFA zockt, einfach mal einen Kommentar da lassen, auch ein Abonnement. Würde ich mich auch super drüber freuen. Und weiter geht's hier. So, Anstoß von Mainz. Mainz spielt erstmal außen rum und man merkt schon, die Dortmunder liegen auf der Lauer. Auf der Lauer, auf der Mauer sitzt der kleine Mkhitaryan. Hat den Ball. So, und wirft zurück zu Aubameyang. Ganz schnell. Schnell gemachter Einwurf. Und Aubameyang schön auf Gündogan. Gündogan auf Reus. Und dann läuft er durch. Aber der Reus, der hat den Ball versiebt. Eieiei, jetzt haben die Mainzer, die Gastgeber, eine Konterchance. Da legt er sich den Ball sehr weit vor. Oh, ey, das, ganz ehrlich, sowas kann man festhalten. Machst du zwei Schritte zurück? Ich muss auch mal Torwart. Oh Gott, da steht ein Spieler frei. Da hinten auch. Sehr gut gesehen hier von ich glaube, Mkhitaryan ist das. Nein, Gündogan. Aber Gündogan gibt den Ball auch wieder ab. Jetzt muss Hummels gut spielen. Oh, super reingespielt. Aber da muss eine Flanke kommen und den Ball nicht ins Aus getragen werden. Kurzer Abstoß, Bürki. Bürki auf Ginter. Ginter auf Hummels. Hummels sieht Schmelzer. Und dann geht das, muss das Ganze jetzt eigentlich ganz schnell gehen. Schön auf Kagawa. Und Kagawa erst mit der Brust. Und schnappt sich dann den Ball hier. Oh, komm, und jetzt hau ihn rein, du. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Ein Wembley. Und diesmal hat es nicht gereicht. Gibt's hier keine Torkamera, Torlinientechnik. Zur Ecke wird sich aufgestellt. So, da hinten steht schon der Herr Gündogan. Der legt auf Mkhitaryan und der zieht ab. Ja, jetzt hätte man jetzt eigentlich auch pfeifen können, du wohl. So, die erste Halbzeit ist rum. Wir schauen mal, was die Statistiken sagen. Hier sieht man noch den Anstoß. 3:0, sagt die Statistik, beziehungsweise 0:3. Wir haben 4 Zweikämpfe gewonnen. Es ist noch kein Foul gespielt worden, keine gelbe Karte, keine rote Karte, da auch kein Foul ist. Einmal abseits. Wir haben aber schon eine Verletzung bei uns, da müssen wir jetzt auch schauen. Und 3 Ecken, Ballbesitz 50-50. So, wer ist denn hier von uns verletzt? Keiner. Okay, dann können wir ja weiterspielen. Und wir spielen weiter hier bei Let's Play Bundesliga von letsplays.org. Ich freue mich natürlich, hier mit Dortmund spielen zu können. Ist eigentlich eine starke Mannschaft. Marco Reus, ja, Ex-Gladbacher. Haben Gündogan, Mats Hummels, haben, wen haben sie noch? Aubameyang, Kagawa. Haben sie alle. Şahin ist, glaube ich, auch noch da. So, Weigel. Und der sieht Kagawa und Kagawa läuft. Und jetzt heißt es nur noch, die Flanke ordentlich reinbekommen, kriegt er nicht. Kagawa denkt wieder mit seinem kleinen Kopf. Hat ja auch keinen großen. So, schön. Und da wurde der Ball dann erstmal jetzt ausgespielt. Wie dem auch sei, Einwurf. Dortmund, schöner Ball. Und dann geht der Ball lang, aber leider zu kurz. Eieieiei. So, Einwurf Dortmund, die Borussia, die hier zu Gast ist. Und da wird der Ball einfach kopflos nach vorne gehauen. Und dann geht der Ball lang auf Shinji Kagawa, der zum Kopfball kommt. Der ist ja auch recht klein, wie ich das mal
gesehen hatte. Da wieder raus auf Kagawa. Schön. Da, wo jeder wahrscheinlich mit der Brust rangegangen wäre, muss er springen und mit dem Fuß dann. So, Kagawa darf reinflanken. Tut er auch. Und da kommt leider der Keeper an den Ball statt Marco Reus. So. Abseitsposition von Shinji Kagawa. Deswegen gehen wir auch erst gar nicht hier zum Ball. Wurde trotzdem gepfiffen. Ist natürlich auch jetzt nicht so vorteilhaft. Los, los, los. Komm, Kagawa. Ah, wird ein langer Ball, wird ein langer Ball. Und dann möchte ich hier noch eine Ballstaffette sehen. So hier, zack, zack, zack. Und dann kommt der Ball, sollte eigentlich durchgereicht werden. Wie ein Joint, aber... Uiuiuiui. Schauen wir mal, dass wir jetzt hier noch die letzten 30 Minuten rumbekommen. Shinji Kagawa macht natürlich ordentlich Druck, will den Ball bekommen, will ein Tor schießen, will dabei sein in der Torjäger-Top-Liste. So, Ball jetzt wieder bei FSV Mainz. Das war jetzt nicht so helle. So, Gündogan. Eieiei. Eieiei, komm, komm. Schön. Und ab geht's. Och Mann, wieso ist der Mkhitaryan da nicht früher losgelaufen? Ja, ein langer Ball und dann wäre er dabei gewesen. Mensch, du. So, Kopfballgewinn von Mats Hummels. Marco Reus am Ball. Marco Reus. Marco Reus hatte gerade eben abgespielt. Und verliert den Ball hier, verliert den Ball hier. Mensch. Och, das gibt es doch nicht. Och, Mainz, jetzt spielt doch hier nicht auf Zeit. Ihr verliert doch sowieso, ist doch eh für mich. So, Weigel alles genau richtig gesehen, kriegt den Ball aber nicht mehr rein. Mensch, du. So, ich habe ja auch auf totalen Angriff hier gestellt, damit wir jetzt hier noch ein schönes Tor sehen. Aber irgendwie sind die Mainzer gerade nicht nur gut am Drücker, sondern die Dortmunder haben auch irgendwie keine große Lust, habe ich so das Gefühl. Schön rübergespielt und dann schön gerade. Wow. Uneigennützig und dann rübergespielt auf, ich glaube, Weigel ist es. Das kann ich gar nicht so genau sagen gerade, wer das ist. Ich kenne ja auch die Dortmunder nicht so gut. Da müsste eigentlich der Weigel sein. Julian Weigel mit der Nummer 33. Ja, so ist das. So, und dann sind wir hier jetzt in der 75. Minute. 15 Minuten sind noch zu überbrücken. Ach komm. Alter, was war das denn? So, geht der Ball erstmal schön wieder zu Mainz. Mainz steht jetzt gleich vorm Tor. Oh, oh, kann gefährlich werden. Da wird die Flanke jetzt kommen. Schön abgefälscht hier. Wieso kann ich den Spieler nicht wechseln? Und Bücki hat den Ball natürlich sicher. So, und dann ab geht's nach vorne über Ginter. Über Ginter. Runter zu Shinji Kagawa. Alter, oh ey, da ist er zu weit gelaufen hier, der, wer war das? Ich glaube, das müsste der Weigel gewesen sein. Upsala, außersehen auf die Gretchen-Taste gekommen, obwohl wir hier erst einen Foul gesehen haben in dieser recht fairen Partie bisher. So, Mali gegen Gündogan und Bürki sicher. So, der Ball geht direkt hier zu Weigel über Ginter und dann zu Shinji Kagawa. Und reiht er sich ein? Er reiht sich ein hier beim 0:5. Woo! Und dann macht er hier auch noch ein kleines Tänzchen für die Fans. Gehört natürlich auch dazu. Und dann müssten wir eigentlich hier schon in der 80. Minute sein, wenn nicht 85. sogar. Das heißt 5:0. Damit wird Borussia Dortmund
als Sieger vom Plätzchen gehen. Eieiei, da haben sie mich hier aber richtig gekriegt, du. Schön gespielt, Mainz, aber der Ball kommt eben nicht durch. So, Mainz immer noch am Drücker. Mainz kriegt jetzt keine Tormöglichkeit. Dafür vielleicht nochmal Dortmund. Oh, da kommt der Ball auf Marco Reus, aber Marco Reus kann halt auch eben nicht mehr. Oh, wird gefoult, wird zu... Boah, das ist ein böses Foul, wirklich böses Foul, wirklich sehr, sehr böses Foul. Rote Karte hier an... Wer ist das? Also in der 19. Minute an Stefan Bell, rote Karte, der muss in der 19. vor Platz, ganz ehrlich. In der 19. Minute so zum Ball zu gehen, ist eben auch nicht vonnöten. So, Aubameyang, noch genug Power, tritt an, trifft, fertig. Das Ding ist hier gelaufen, Stefan Bell musste raus, rote Karte, nächstes Spiel auch gesperrt. Und Dortmund darf sich über den Elfmeter, über den Geschenken und damit auch noch über den Treffer freuen, der natürlich dann auch zur Torquote beiträgt. Und ja, Marco Reus sowieso war sowieso schon am Ende. Da ist der Schlüssel. Borussia Dortmund gewinnt 6-0 in Mainz gegen den ersten FSV Mainz. Und ja, trennt sich damit mit einer guten Partie. Da freut sich unser Mkhitaryan. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lass ein Abo da, abonniere unseren Kanal. Daumen nach oben, Kommentar etc. pp. Ihr wisst Bescheid. Ab die Post.